Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu CrossGo. So, nachdem unser Fluchtversuch letztes Mal ja nicht ganz so gut geklappt hat, sind wir zurück hier auf diesem Schiff. Und ich bin hier, glaube ich, absolut falsch. Hier muss ich hin. Jetzt muss ich. Wo muss man denn zu ihm hier? Danke fürs Kommen, Frau, aber Lea. Hallo, der Pseudoroboter ist tatsächlich wieder zurück. Hör bitte auf, sie so zu nennen. Sie ist eine reale Person mit einem Namen. Lea. Also dann Lea. Mein Kollege und ich haben darüber diskutiert, wie gut Instant Materie basierte Avatare Wasser vertragen können. Meines Wissens nach evaporiert Instant Materie einfach bei Kontakt mit Wasser. Deswegen können Avatare auch nicht schwimmen, da das für diese Technologie nicht notwendig ist. Er behauptet aber, dass sie eine bestimmte Menge Wasser vertragen können. Genau, es hat Lea nämlich gar nichts ausgemacht, als dass es erstmal geregnet hat. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Naja, ein bisschen Regen vielleicht, aber ja, aber schauen wir mal, wie sie auf größere Mengen Wasser reagiert. Okay? Ganz einfach. Zeig ich bitte einmal kurz hier hin. Keine Sorge, wirst schon sehen. Alles klar, wir sind soweit. Tut mir leid, sie haben mich überredet. Warum? Entschuldige dir, aber siehst du, sie ist nicht evaporiert. Das habe ich nicht erwartet, muss ich zugeben. Es war allerdings nur der kleine Eimer. Lass uns nun den größeren ausprobieren. Hä? Bitte, nur noch einmal. Du bist für die Wissenschaft. Alles klar, zweiter Eimer. Das war zu viel. Ha, siehst du, das war zu viel. Ja, du hast recht. Es könnte aber auch einfach eine wohlwollende Sicherheitsmaßnahme sein. Für den Fall, dass ein Avatar tatsächlich einmal ins Wasser springt. Vielleicht hatte sie potenziell noch größere Mengen Stand. Das könnte sein, aber das können wir jetzt nicht testen, oder? Stimmt. Jedenfalls trifft meine Annahme zu, dass Instamateria-Avatare für ernsthafte Anwendungen zu fragil sind. Naja, nicht alle Anwendungen setzen eine hohe Wasserresistenz voraus. Wenn es so das wäre, hast du je versucht, die hochzuheben? Was? Das würde ich nie wagen. Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich jemanden eingeladen, der uns hierbei aushelfen soll. Hey Isabella, könntest du mal kurz hier rüberkommen? Hallo? Hi. Oh, wer ist das? Lea. Hi Lea. Ich mag deine Hörner. Ja, sie ist heute auch auf dem Schiff zu Gast. Also, warum hast du sie hergerufen? Um dir zu beweisen, wie lächerlich gleich Instamaterie ist. Isabella, wärst du so freundlich und hebst die junge Dame einmal so hoch für uns? Kann ich das denn? Klar kannst du das. Zeig uns, wie stark du bist. Okay. Boah. Lea ist voll leicht. Oh Mann, das wusste ich nicht. Ein Avatar sollte im Schnitt nicht mehr als 5 bis 10 Kilo wiegen. Instamaterie ist extrem leicht und fragil. Das ist die Kehrseite der kurzen Entwicklungszeit. Lea, hi, Lea, warte, bei, warum... Der wird langsam schwer. Ist schon gut, du kannst sie wieder runterlassen. Ich will sie werfen. Klar, zeig uns, was du in den Schläuchen hast. Und los. Oh Gott. Abgefahren. Nochmal. Verstehst du nun? Extrem leicht, niedrige Wasserresistenz und glaub mir, eine richtige Kollision und sie bricht zusammen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem gibt es für Instamaterie doch auch Anwendungsgebiete außerhalb von Spielen. Warte. Natürlich gibt es sie. Sie wird aber niemals die gute alte Maschine oder das Baugewerbe ersetzen können. Du kannst kein Haus aus Instamaterie bauen und erwarten, darin leben zu können. Es würde einfach zusammenbrechen. Spätestens beim nächsten Regen. Haha, nochmal. Für Crosswords funktioniert das... Das halt bei der Spielplatz ausschließlich auf Instamaterie oder virtuellen basiert. Er ist wie ein Vergnügungspark. Aus Styropor. Verstehe. Ah, du hast gewonnen. Ja, du rennst wirklich schnell.
Also entweder ist Leas Spieler in Topform oder Avatare sind nicht an die Auswahl des Spielers gebunden. Letzteres, du kannst so lange rennen, wie du willst, ohne müde zu werden. Auf jeden Fall danke, dass du mitgemacht hast, Lea. Und entschuldige nochmal das ganze Wasser und Rumwerfen. Bitte sei nicht böse auf mich. Ich wollte ihm doch nur zeigen, wie hammermäßig Avatare sind. Na, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. War es wirklich so schlimm für dich? Gut, jetzt bin ich erleichtert. Es hat Spaß gemacht. Ich will Lea noch mal werfen. Na komm, gönn ihr eine kleine Pause, okay? Och, Menno. Na gut. Bis später. Hey, Lea, ich sehe, du hast Spaß mit der Besetzung. Ich werde bald ein paar Dinge vorbereiten, um dich wieder auf den Spielplatz zu bringen. Das wird allerdings eine Weile dauern. Es wäre wahrscheinlich ratsam, dich in der Zwischenzeit auszuloggen. Bevor wir jetzt allerdings tun, sollten wir noch über eine Sache reden. Seit du nun die Wahrheit über dich weißt, fühlst du dich wahrscheinlich ziemlich verunsichert, richtig? Besonders was deine Zukunft betrifft. Ich möchte keine falschen Hoffnungen in dir wecken. Deine derzeitige Situation ist problematisch. Der einzige Ort, an dem Evotare existieren können, ist innerhalb von Crossworlds, unerlaubterweise. Und das auch nur so lange, wie wir es von der Instant Entertainment geheim halten können. Das sollten wir ändern, Lea. Das ist unser Ziel. Wir schaffen eine Umgebung, in der Evotare existieren können. Eine, in der du deine Identität nicht mehr verheimlichen musst. Satoshi, er hat immer von solch einer Umgebung geträumt. Auch später noch. Ihn zu finden ist der erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel. Mit seiner Hilfe könnten wir es schaffen. Also dann, sollen wir für heute Schluss machen? Gute Nacht, Lea. Gotham, warum ist das passiert? Sie hatte Verstärkung. Jemand hat eingegriffen, sich in den Environment Server gehackt. Das musste ja passieren. Dabei war es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Genau wie beim Frachtschiff damals. Gotham, du musst damit aufhören, nur herumzuspielen. Verstanden. Kümmere dich erst einmal wieder um die Befragung. Wir sind nämlich in Rückstand. Na toll, jetzt träume ich schon von meiner Wohnung. War ja klar. Los, lass es abhauen. Lea. Lea. Los, verschwinde. Es hat keinen Sinn, auf mich zu warten. Guten Morgen, Lea. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Irgendwelche neue Erinnerungen? Verstehe. Nun dann, die Vorbereitungen für deine Rückkehr zum Flugplatz sind alle abgeschlossen. Wir müssen das Schiff über den Teleporter im Frachtraum verlassen, der an dem wir gestartet sind. Erinnerst du dich? Carla wartet dort auf dich. Außerdem habe ich auch ein paar Vorbereitungen auf meiner Seite getroffen. Nun ja, ich bin wieder umgezogen. Nur um sicher zu gehen, dass mich niemand lokalisieren kann. Das habe ich schon mal gemacht, nachdem du den Pyro-Tempel erledigt hattest. Deswegen mussten wir für eine Weile offline bleiben. Erinnerst du dich? Jetzt, da wir aus der Einöde raus sind, sollte die Gefahr halbwegs gebannt sein. Andererseits müssen sie über Mittel verfügen, unsere Spuren auf dem Spielplatz zu verfolgen. Sonst hätten sie uns nicht einfach so aus dem Raid rausziehen können. Ich frage mich immer noch, wie sie das geschafft haben. Vielleicht können sie unsere Spuren auf den Spielservern verfolgen. Oder vielleicht etwas ganz Simples, wie zum Beispiel, dass sie uns jemand im Spiel beobachtet. Naja, das sind bis jetzt alles so Mutmaßungen. Wir sollten aber aufmerksam sein und unsere Umgebung im Auge behalten. In Ordnung? Also dann, auf zum Teleporter. Okay, da ups. Muss man ja in den Keller hier. Ein Moment,
Lass mich dir eine kleine Abkürzung bauen. Wirklich jetzt? Für die 5 Meter? Die bringt dich direkt zum Teleporter, wo Carla auf dich wartet. Hm? Oh. Ja, du meinst wahrscheinlich, dass das sehr hilfreich gewesen wäre, als wir auf der Flucht waren, korrekt? Zurzeit hatte ich das Programm zum Bau solcher Abkürzungen noch nicht fertig. Überraschung. Es ist mir gelungen, einen richtigen W-Punkt ins Frachtschiff zu integrieren. Von nun an kannst du dich also nach Belieben zum Frachtraum zurückteleportieren. Achte aber bitte darauf, dass du keine anderen Spieler mitnimmst. Du bist der einzige Spieler, der diesen Ort betreten kann. Hey, Liebes. Sieht so aus, als hättest du gut geschlafen. Ich nehme an, dass Sergei dir nun alles erzählt hat. Wird auch Zeit. Wurde auch Zeit, wirklich. Leute, damit du es weißt, du hast unsere vollste Unterstützung. Wenn immer du eine Pause vom Spielplatz brauchst, komm einfach vorbei. Na dann, zurück mit dir zu all den anderen Spielern. Vielleicht bitte in die Mitte des Teleporters. Kann losgehen. Viel Glück da drüben, Liebes. Da wären wir. Du solltest nun wieder alle Wegpunkte innerhalb des Spielplatzes benutzen können. Der Direct Link sollte auch wieder funktionieren. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, deine Freunde einmal Hallo zu sagen. Findest du nicht? Wir waren schließlich eine ganze Weile verschwunden. Bonjour. So, plötzlich bist du wieder da. Wie lange war das jetzt? Eine Woche? Sprachlos, wie immer. Komm ins Hauptquartier. Ich will mit dir unter vier Augen reden. Oh, sie schien verärgert. Nun ja, du bist mitten im Raid einfach verschwunden. Erinnerst du dich? Es ist wohl besser, wenn du gleich zu ihr gehst. Was ist das? Wo sind wir hier eigentlich gerade? Was Center? Was ist das? Du musst doch eigentlich reinkommen. Okay. Dann halt nicht. Oh ne. Hey Blauschop. Crossfest ist voller bizarrer und coole Dinge. Ich hoffe, du genießt deine Zeit hier und gib niemals auf. Oh Gott. Motivationsding.